you uh -huh. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Bubble Time. Ich weiß gar nicht, welche Folge das ist. Ich glaube die 8. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall gibt es heute mal wieder ein bisschen Fußball-Talk. Was im Hintergrund läuft, habe ich mal wieder keine Ahnung von. Ich weiß jetzt noch nicht. habe mir vorgenommen, eigentlich ein bisschen Karrieremodus zu machen und dann Highlights, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich durchziehe, weil ich müsste ja einen Karrieremodus haben und äh, außerdem von Wolfsburg fällt mir da gar keine ein. Und da simuliere ich ja normalerweise nur. Aber vielleicht fällt mir irgendwie spontan noch eine Eingebung ein. Kann auch sein, dass Madden da ist oder Pack Opening oder sonst was. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Wenn es euch gefällt, lasst bitte den Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass ihr Bubble Time feiert beziehungsweise schreibt natürlich eure Meinung zu den Themen in die Kommentare, denn davon lebt diese Serie und schreibt mir Themenvorschläge für die nächste Woche ebenfalls in die Kommentare. Ich habe heute zwei Themen wieder parat gelegt und natürlich noch die Tipps fürs Wochenende für die Bundesliga, auch die werden jetzt im Bubble -Time immer noch passieren, denn ich lade Bubble -Time immer so hoch, dass es vor den Bundesligaspielen da ist. Zumindest sollte das im Normalfall der Fall sein. Zumindest nehme ich es vorher auf. Jetzt gerade ist Freitagabend. Nach dem Spiel von Dortmund gegen Mainz. Wo ich zumindest die Tendenz bei einem meiner drei Tipps richtig hatte. Naja, egal. Auf jeden Fall kommen wir zum ersten Thema und das erste Thema äh, hat heute was auch mit dem BVB zu tun, unter anderem, und zwar Vertragsverlängerungen. Ja, wir hatten diese Woche einige, unter anderem Marco Reus. Natürlich in letzter Zeit äh, gab es viele Spieler, die Verträge verlängert haben, auch Kevin Trapp beispielsweise oder heute Slatko Junusovic beim SV Werder Bremen. Ähm, der Trend geht dahin, dass äh, Leute ihren Verein immer weiter treu bleiben und ich würde gerne von euch wissen, was haltet ihr davon? Ja? Bei Reus ist jetzt die Frage, will Reus wirklich bei Dortmund bleiben oder will Reus und will der BVB einfach nur die Ablöse für ihn drücken, ja, beziehungsweise also erhöhen, ne, In die Höhe drücken. Denn auch wenn Reus jetzt keine ausstiegsklausel mehr hat und einen hochdotierten Vertrag bis 2019 hat, wird der BVB unter Umständen, wenn sie ein richtig gutes Angebot bekommen, ihn eventuell trotzdem abgeben, auch weil es eventuell sein persönlicher Wunsch ist. Ich glaube nicht, dass äh, Reus nur aus kompletter Vereinsliebe unterschrieben hat den Vertrag. Ich kann mich komplett irren. Das soll nichts gegen Marco Reus oder den BVB sein. Auf keinen Fall. Ich kann mir nur nicht komplett hundertprozentig vorstellen, dass er es nur deswegen gemacht hat. Ich glaube, da stecken vor allem finanzielle Interessen hinter und zwar, dass man die Ablösesumme einfach erhöht. Äh, natürlich hätten sie mal einfach die Klausel abkaufen können und seinen Vertrag irgendwie ein bisschen verlängern können, aber ich glaube, das wäre nicht sonderlich rentabel für Reus gewesen. Der muss ja auch noch an seinen eigenen Profi denken. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass er innerhalb der nächsten paar Jahre, vor allem wenn Dortmund jetzt nächstes Jahr nicht international spielt, wonach es ja momentan nicht aussieht, äh, dass er dann weg. Das könnte ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, weil so ein Spieler muss einfach sich international präsentieren, anders geht es gar nicht. Und deswegen würde ich da vorsichtig sein. Ähm wo ich mir relativ sicher bin, dass er bei seinem Verein bleibt, ist Latko Junusovic, der hat seinen Vertrag bis 2019, glaube ich, auch verlängert oder sowas beim SV Werder Bremen. Es gab ja den unfassbar nervigen Hashtag auf Facebook Juno bleibt Bremer oder Juno muss bleiben und die ganze Zeit sowas hat mir echt tierisch genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht wegen Bremen oder sowas, einfach weil es total unnötig war und weil es sowieso keinen Effekt hat. Ähm, das Ding ist, er hat verlängert und ähm, ich denke mal, was vor allem in den letzten Wochen aufgefallen ist, mir zumindest, soll jetzt auch wieder kein Hass gegen Bremen oder Junusovic sein. Eigentlich ist es sogar positiv für Bremen, aber irgendwie Wer wird sowieso wieder negativ auslegen, ist mir auch vollkommen egal. Ähm, und zwar, dass Junusovic. Zwar kein schlechter Spieler ist, keine Frage, ja, aber er ist nicht so gut, wie er gemacht wurde und wird. Er hat, ich glaube, vier Tore und sieben Vorlagen. Ist eine super Statistik für einen zentralen Mittelfeldspieler oder Zehner, was er ja am meisten spielt, aber trotz dessen ist er nicht so krass, finde ich. Denn ähm, er überzeugt vor allem bei Standards. Aus dem Spiel heraus, meh, der ist zwar ganz okay, ganz passabel, aber er ist kein außergewöhnlicher Spieler aus dem Spiel heraus, vor allem, weil er in der letzten Partie meiner Meinung nach auch relativ unauffällig gespielt hat, ja. Bei Standards, keine Frage, da ist er absolute Weltklasse. Die Freischüsse sind äh, phänomenal. Die die, ähm, Ecken sind gut und so weiter und so fort. Alles tipptopp, aber so aus dem Spiel heraus und so weiter und so fort ist der meiner Meinung noch nicht so gut, wie er teilweise gemacht wird. Ich meine, klar, vor allem die Brena lo Bremer, loben den natürlich in den Himmel, weil er in den schlechten Zeiten immer noch der war, der am meisten herausgestochen hat. Mittlerweile ist meiner Meinung nach nicht mehr so, weil Bremen sich momentan extrem gefangen hat und immer besser wird. Ja, beispielsweise mit äh, einem äh, Bartels, der immer besser wird, mit einem Selke, der immer besser wird, mit einem die der wieder da ist, mit einem beispielsweise auch Gebre Selassie, der mir persönlich in den letzten Wochen extrem auffällt. Also die werden langsam besser, auch ein Barkfrede, den ich. Niemals, naja. also ich finde es ein bisschen lächerlich, dass gesagt wurde, eventuell zukünftiger Nationalspieler, aber trotzdem guter Spieler. Auch wenn Leute wie Geist beispielsweise vor ihm stehen und Geist ist schon relativ weit hinten noch angestellt, aber dazu wollen wir jetzt mal nichts weiter sagen. Auf jeden Fall äh, schön, dass Janusowitsch seinen Vertrag verlängert hat. Ich glaube, bei ihm ist es Vereinsliebe. Allerdings, äh, ich glaube sowieso nicht, dass irgendein großer Verein ihn gewollt hätte. Deswegen ist aber Bremen schon ganz gut aufgehoben. Eventuell irgendwann mal wieder in den nächsten Jahren ein internationales Geschäft, äh, wenn sie sich so weiterentwickeln unter Skriptnik. Eventuell auch Mittelfeld und kein Abstiegskampf, dazu Stammplatzgarantie und so weiter und so fort. Hoffen wir mal, dass es äh, für ihn der richtige Schritt war und äh, dass er mir nicht Lügen straft und jetzt irgendwie. Jetzt doch irgendwo hinwechselt in der Premier League zu einem Euroleague-Aspiranten oder sowas. Äh, für mich ist er nicht unbedingt ein internationale Spieler oder hat nicht die Klasse, international auf Dauer auf hohem Niveau zu spielen, aber für Bremen ist er auf jeden Fall ein guter Mann, würde ich jetzt so sagen. Jetzt auch kein Hass gegen Bremen oder kein Hate gegen Junusovic jetzt, ne? Nicht, dass ihr das wieder in falschen Hals bekommt. Ähm, bei Kevin Trapp sehe ich das Ganze ähnlich. Ich weiß übrigens nicht, warum ich da hingucke. Das ist einfach nur ein Elgato. Es Ist vollkommen sinnlos und da steht eine 109 oder sowas drauf. Äh, warum auch immer dann eine 109 draufsteht, aber ist ja vollkommen egal. Ähm, Trapp hat auch seinen Vertrag verlängert, zumindest wie ich es mitbekommen habe. Und äh, der war ja im Gespräch bei Dortmund unter anderem. Und ich glaube noch bei irgendjemandem. Ah, Bescheike? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er seinen Vertrag verlängert und äh, das war der richtige Schritt, denn er war jetzt lange verletzt. Wied war er dann gut ersetzt, aber er ist wieder zurückgekommen und meiner Meinung nach ist Trapp ein guter Keeper. Nicht so überragend, wie er manchmal gemacht wird, aber doch schon ein guter Keeper und ähm, deswegen denke ich, dass es für ihn gut ist, bei Frankfurt zu bleiben. Ich hoffe, dass Frankfurt die unten reinrutscht. Die sind momentan nicht in absoluter Topform, die sind nicht so gut drauf, ähm, aber ich denke mal, normalerweise müssten die sich so im Mittelfeld bis hin zur Euroleague etablieren. Ja, die haben vor allem sehr starken äh, Kader mit Chandler beispielsweise oder auch einem Seferovic, und Alex Meyer natürlich sind alles sehr gute Spieler. Defensive ist äh, ja kritischer, weil Zambrano, Bamba, Anderson, die sind zwar nicht schlecht, aber mh, Meiner Meinung nach nicht so für internationales Geschäft, aber das äh, werden wir sehen in den nächsten Jahren, wie sich das entwickeln wird. Auf jeden Fall mit Trapp hinten drin, was ich sehr, sehr schön finde, weil ich Trapp sehr sympathisch finde und weil Trapp für mich einfach perfekt zu Eintracht Frankfurt passt. Ein Verein, den ich auch ähm, schätze, sage ich mal. Ich habe eine persönliche Freundschaft mit Frankfurt. Ich habe früher mal von Frankfurt-Fans im Stadion in der Nordkurve ein Trikot geschenkt bekommen. Und, ähm, also 96 Trikot weil ich denen die ganze Zeit gesagt habe, wie die Spieler heißen, weil die die von oben nicht erkannt haben, weil wir ganz oben saßen und ich die halt vom FIFA kannte. Und deswegen habe ich so eine persönliche Freundschaft mit Frankfurt. Ich mag den Verein auch wirklich gerne und eventuell studiere ich ja sogar oder mache meine Ausbildung in der Nähe von Frankfurt. Von daher werde ich da bestimmt auch ab und zu mal im Stadion sein und... Ja, hoffe, dass ich da wieder schön Fußball sehen darf. Wozu ich natürlich jetzt auch kommen möchte, ähm, ist ein bisschen 96, denn natürlich gibt es auch bei Hannover Spieler, die eventuell ihren Vertrag verlängern sollten und bei denen ich hoffe, dass sich Vereinsliebe auch da durchsetzen würde ja. Das Thema ist jetzt grob Vereinsliebe, ja, also quasi die Treue zu seinem Verein zu halten. Zieler und Stindl sind da meine Männer, ähm, natürlich werden jetzt viele sagen, boah Zieler ist voll die Graube, voll der Fliegenfänger, das ist normal, ich kenne den Hass gegen 96 und natürlich muss er wieder gehatet werden, weil ich gesagt habe, Junuzovic ist kein internationaler Spieler und so weiter und so fort, ist ja alles ganz normal, aber Zieler ist in meinen Augen einer der besten Keeper der Bundesliga, ist äh, meiner Meinung nach ein ganz klein bisschen höher einzustufen als Trapp, auch weil Trapp lange verletzt war und äh, allgemein, der macht so gut wie nie Fehler. Du siehst von Zieler fast nie Fehler. Wenn, dann ist es mal im 1 gegen 1. Und da hat er extrem an sich gearbeitet, was ich sehr gut finde. Fußballerisch wird er immer besser. Hat er sich auch bei der Nationalmannschaft angeeignet. Und äh, allgemein ist er für mich ein sehr guter Keeper. Und ich hoffe, dass er bei 96 bleibt. Wir haben zwar mit Königsmann einen guten Nachfolger theoretisch. Auch Alma ist ein anständiger Ersatzkeeper. Aber Zieler ist natürlich nicht zu ersetzen, wenn man bedenkt, wie gut er ist und dass er Nationalspieler ist und so weiter und so fort. Deswegen hoffe ich, in inständig? inständig glaube ich, ne, ähm, dass der bei uns bleibt, dass er seinen Vertrag verlängert und dass er sich auch mit Hannover identifiziert. Ich denke mal, dass wir ihn groß gemacht haben. Natürlich hat er bei Manchester United in der Jugend gespielt, also in der Reserve. Ähm, war da auch Gut, wahrscheinlich, sonst wären wir nicht auf ihn aufmerksam geworden, aber wir haben ihn zum Nationalspieler gemacht und wir haben ihn groß gemacht. Und ich hoffe, dass er das einfach schätzt und dass er deswegen bei uns bleibt. Genau das gleiche bei Stindel, Stindl kam von Karlsruhe. Viele Vereine waren interessiert an ihm und ich weiß nicht, warum man 3 Millionen Abst äh, Ausstiegsklausel rein gemacht hat. Ich meine, klar, er muss immer noch zustimmen, ja, aber wenn dann ein Verein anklopft wie Schalke oder sowas, könnte ich mir theoretisch vorstellen, dass er da hinwechseln würde. Auch Gladbach beispielsweise. Ich hoffe aber, dass auch er sich äh, vor allem als Kapitän, als Identifikationsfigur, als Fanliebling und so weiter und so fort, für Hannover entscheidet und seinen Vertrag bei uns verlängert, genauso wie Junuzovic beispielsweise. Bei dem hätten vielleicht auch nicht so viele gedacht, weil Bremen ist ein Mittelmaßverein, 96 für mich auch ein Mittelmaßverein, ja? Beide mit Ambitionen nach oben, aber jetzt noch nicht so krass. Ja? Bei 96 und Bremen kann sich in den nächsten Jahren was entwickeln, dass es weiter nach oben geht. Momentan ist es so eher im Mittelfeld angesiedelt, vielleicht mit einem ganz kleinen Blick nach oben. Ganz klein. Ähm, es wäre schön, wenn er dem Verein bleibt, weil er halt, wie gesagt, Identifikationsfigur ist, weil er Stammspieler ist, unumstritten, weil er Kapitän ist und einfach, weil er meiner Meinung nach ähm, sich am besten bei uns weiterentwickeln kann. Wenn er wirklich noch besser wird, ja, dann kann er gerne wechseln, aber ich denke mal, so sollte er eventuell bei seinem Verein bleiben, der ihn groß gemacht hat, vor allem, weil er bei uns einfach auch perfekt ins System passt. Das Spiel, beziehungsweise der Kader wird quasi um ihn rumgebaut, zusammen mit Rossellu und Zila und ähm, das sollte man einfach nicht, ja, unterschätzen. Das ist so, ähm, ich denke, momentan ist er bei uns die wichtigste Konstante. Er ist zwar ab und zu verletzt, er hat ab und zu seine schwächeren Phasen. Aber die hat Rosselu auch. Und Rosselu ist an sich ein sehr guter Stürmer, Zieler ist ein sehr guter Keeper. In der Defensive war momentan Marcelo. Schulz ist für mich leider nicht mehr der solideste Faktor. Ich hoffe, dass der jetzt durch Sané ersetzt wird auf der 6 dass dann Andreasen, wenn er jetzt wieder fit ist, und Schmiedebach spielen. Schmiedebach übrigens, muss ich mal ganz kurz sagen, nicht nur einer der sympathischsten. Der hat jetzt ähm, im, äh, bei Elf oder im Kicker, glaube ich, ein Interview gemacht. Lest euch das mal durch, ist wirklich lesenswert. Ich verlinke den Artikel mal in der Videobeschreibung. Ähm, richtig sympathischer Typ auf jeden Fall. Und auch ein absoluter Kämpfer. Der hat sich so krass entwickelt unter Korko. Bei Slomka keine Chance gehabt. Und da sieht man mal auch, was Korkut aus Spieler macht. Von Schmiedebach hätte niemand gedacht, dass noch mal so eine Leistungssteigerung kommt. Mittlerweile ist er meiner Meinung nach einer der besten bei uns im Kader, der immer kämpft, der immer präsent ist und der eigentlich auch immer gut spielt und fast nie Fehler macht, eigentlich nie. Vor allem entwickelt er sich momentan auch balltechnisch so krass. Der hat gegen, gegen wen war das? Gegen Mainz. Boah, die Ballkontrolle von dem Typen, der, der Tricks rausgehauen, das hätte du von Schmiedebach niemals erwartet. Aber gut, genug von Hannover 96, wir kommen mal zu einem anderen Thema, und zwar zum zweiten. Und das behandelt sich, äh, nee, Quatsch, Harry Kane ist übrigens ein Spieler, bei dem ich mir auch wünsche, dass er seinen Vertrag verlängert die jetzt nicht mehr näher darauf ein, aber wäre ein Spieler, bei dem ich mir das wünsche, ähm, ja. Genau, anderes Thema. Ähm, Mario Balotelli hat nämlich jetzt in der Premier League wieder mal ein Tor geschossen. Und zwar das 3 zu 2 in der 90. Minute, glaube ich, oder sowas. Gegen, gegen wen war es denn? Gegen die Spurs. Ja, gegen Harry Kane quasi. Und, ähm, naja, Balotelli wurde die ganze Runde gehatet. Er hat nicht in der Liga getroffen. Er hat nur Champions ein Champions League-Tor gemacht gegen, ich glaube, Ludo Goretz war das. Er hat allgemein eine schwere Zeit in Liverpool gehabt. Und allgemein gibt es sehr viele Spieler, bei denen sowas schnell gehatet wird. Beispielsweise auch ein ähm, Mario Gomez. Ja, Mario Gomez ist ein Spieler, der sehr auf Geld wird, als Spieler, der nichts kann, als Spieler, der eine richtige Graube ist. Genauso das gleiche bei Balotelli jetzt, auch wenn Balotelli uns beispielsweise 2012 aus der EM gekriegt hat und ein richtig guter Fußballer ist. Guckt man sich mal der Quote bei Milan, bei Inter und bei, ähm, bei Man City an, die ist wirklich bombastisch. Ja, und deswegen meiner Meinung nach Schwachsinn, ihn äh, sich so über ihn lustig zu machen. Aber es gibt viele Spieler, bei denen das so ist. Beispielsweise auch ähm, habe ich vergessen, welches Beispiel ich anführen wollte. Natürlich jetzt nicht so gut. Bastost fällt mir gerade spontan, an. ist nicht das Beispiel, was ich nehmen wollte, aber Bastos, extrem belächelt worden, mittlerweile entwickelt er sich immer besser und wird immer stärker, hat sich in Wolfsburg eingefunden. Ähm, José Lu, Trainingsgruppe 2 bei Hoffenheim, hat jetzt nicht so wirklich was damit zu tun, weil er nicht belächelt wurde, aber wird jetzt auch zum Bundesliga-Stammspieler. Allgemein finde ich, dass man zu wenig aus Fällen wie Robert Enke gelernt hat, und das fällt mir momentan extrem aus. Wird sich sehr viel über Fußballer, Vereine und Spieler lustig gemacht, auch über Fans. Und äh, sowas darf man nicht unterschätzen, meiner Meinung nach, denn Spieler haben Gefühle. Ne? Es klingt banal, aber Spieler haben Gefühle. Und Spieler nehmen sich teilweise sowas auch zu Herzen. Gutes Beispiel Cheyenne Gülselam ähm, Wurde bei uns extrem ausgepfiffen, extrem angefeindet und so, spielt seitdem keine Rolle mehr, wirklich bei uns. Er spielt einfach nicht mehr. Das finde ich schade. Ich finde, Gülzlam ist ein sehr sympathischer Spieler. Ich habe teilweise ihn auch ein ähm, bisschen kritisch gesehen, weil er einfach schlecht gespielt hat. Aber trotzdem würde ich deswegen niemals ihn persönlich angreifen, beziehungsweise irgendwie seine person äh, beleidigen oder sowas, ja. Wenn dann mal im Effekt. Aber sowas tut mir im Endeffekt auch leid. Und äh, sowas würde ich niemals machen, wenn ich ruhig bin und wenn ich. Normal drauf bin. Und das ist halt bei vielen anders. haben wir jetzt ein sehr präsentes Beispiel. Ich denke mal, ihr könnt mir weitere Spieler in die Kommentare schreiben, bei denen ihr das so seht. Einfach Spieler, die belächelt werden oder die fertig gemacht werden und so weiter und so fort. Sowas finde ich einfach alles andere als gut. Ja, ähm, sowas geht auf die Psyche der Spieler und auch wenn Enki eventuell nicht deswegen an Depression gelitten hat. Wir wissen alle, er hatte eine kleine Tochter, die gestorben ist, ähm, mit einem Herzfehler. Er hatte ähm, ja allgemein ein bisschen mit der Krankheit zu kämpfen, die ihn fast, äh, die ihn zumindest ein paar Spiele gekostet hat in der Hinrunde von Hannover. Und ähm, allgemein hat er halt Depressionen, ja. Allerdings können auch solche banalen Sachen zu Depressionen führen. Ich glaube, Deisler hat damals wegen seinem Knie aufgehört, aber er war auch an einer nahen Depression dran. Das hat zwar nichts damit zu tun gehabt, aber da sieht man mal, wie sehr eine Depression, also nichts mit irgendwie Anfeindung oder sowas. Aber da sieht man mal, wie sehr solche Depressionen Spieler mitnehmen können beziehungsweise solche ja, Emotionen. Ja, und deswegen sollte man da sehr vorsichtig sein. Und da würde ich gerne mal eure Meinung in den Kommentaren zu wissen. Äh, schreibt mir mal rein. Findet ihr, dass man Fußballer, dass Fußballer das abkönnen müssen, dass sie in der Öffentlichkeit stehen und dementsprechend damit rechnen müssen, dass man so mit ihnen umgeht? Oder seht ihr das so wie ich, dass man so bei solchen Spielern vor vorsichtig sein muss, was man macht und dass man Spieler nicht irgendwie die ganze Zeit nur auslachen sollte und haten sollte und so weiter und so fort, weil das wirklich sehr sehr schwer sein kann. Ich meine, ihr wollt ja auch nicht, dass ihr irgendwie ähm, beispielsweise, wenn ihr auf der Arbeit seid oder in der Ausbildung, in der Schule, was weiß ich, und ähm, ihr könnt irgendwie Mathe nicht und werdet deswegen extrem fertig gemacht. Ja, ist vielleicht ein bisschen ein banales Beispiel, aber ich denke mal, das zeigt es ganz gut. Sowas ist einfach extrem mitnehmend und sowas will keiner so wirklich haben. Vor allem, man unterschätzt so eine Masse. Ja. Wenn 49.000 dich ausbuhen, ah, da, mit dem Druck musst du erstmal klarkommen. Auch wenn du Profi bist. Ähm, ja gut, das war dann das zweite Thema und damit haben wir quasi das Video schon fertig. Wir haben jetzt 14 Minuten wieder gelabert. Und da kommen jetzt noch meine Tipps fürs Wochenende, ja. Wir haben jetzt noch ein paar Spiele vor uns und äh, deswegen werde ich natürlich jetzt noch meine Tipps abgeben, gar keine Frage. Und äh, da schaue ich kurz zu Kicktipp. Erstes Spiel, ich glaube zumindest in der Tippgruppe habe ich richtig getippt, oder? Nein. Bitte sag mir nicht, dass ich bei allen verdammten Tippgruppen noch das Ergebnis geändert habe. Ich habe, glaube ich, bei allen Tippgruppen. Ich habe bei allen Tippgruppen noch auf 1 zu 1 gesetzt. Ich hasse Ron. Oh Mann, oh nein. Ich hätte auf Dortmund tippen sollen. Ich voll Idiot. Naja, egal. Kommen wir mal zur Tippübersicht, beziehungsweise zur äh, Tippabgabe, was ich denn so getippt habe hier. So, äh, Hoffenheim gegen Stuttgart. Für mich ist Hoffenheim momentan in der Krise. Ich hoffe, dass sie nicht weiter reinrutschen, weil mir der Fußball eigentlich gefällt, den sie spielen. Stuttgart äh, ist für mich momentan das schwächste Team der Liga mit dem meisten Potenzial. hört sich blöd an, ist es auch, aber sie haben gutes Material. Sie machen zu wenig draus. Schlicht und ergreifend. Sie haben Spieler wie Werner. Sie haben Spieler wie Gentner. Sie haben Spieler wie <laughs> Ibisevich ist auch ein Spieler, bei dem man lacht, ne? auch ein gutes Beispiel wäre es gewesen. Sie haben Spieler wie Ulreich äh, und stehen da als Vorletzter. Da funktioniert es irgendwie nicht so wirklich. Auch beispielsweise, ich habe den Namen gerade vergessen, der Kroate. Wie heißt der denn der mal? Der im Sommer gekommen, ist. Kostic. Genau, Philipp Kostic. Auch ein super Spieler, aber es läuft einfach nicht. Und ich glaube, dass Hoffenheim, weil sie zu Hause spielt, äh, weil sie zu Hause spielen und weil sie an sich das bessere Team sind, 2-1 gewinnen werden. Bremen, Augsburg. Bremen extrem heimstark, noch kein Spiel und das Skriptnick verloren. Jetzt vier Spiele Siegesserie, glaube ich. Äh, Augsburg mit extrem viel Luft ähm, nach unten. Ja, also die können sie extrem runterfallen. Gegen Frankfurt nach 2-0 Führung extrem nachgelassen. Ich denke trotzdem, dass sie so gut im Aufschwung sind, dass sie in Bremen Chancen haben. Und ich denke, dass es da 2 zu 2 ausgehen wird. Leverkusen, Wolfsburg. Leverkusen momentan relativ schwach. Haben mit dem Reben verloren, müssen normalerweise jetzt wieder angreifen. Aber ich sehe Wolfsburg momentan als zu stark an. Auch wenn sie teilweise auswärts ein bisschen schwächer sind, gegen Frankfurt beispielsweise, glaube ich, dass Wolfsburg gewinnen wird. Und ich hoffe, dass der Lord ein Tor macht. 2-1 Sieg für Wolfsburg. Gladbach gegen Köln. Rhein-Derby. Extrem viel Power da drin. Und äh, ich weiß wirklich nicht, wie das Spiel ausgehen würde. Ich habe jetzt hier 1-0 für Gladbach getippt, einfach weil die die größere Klasse haben und weil Köln, naja, das Tor nicht trifft. Auf der anderen Seite haben die natürlich extreme Auswärtsstärke und ich glaube, dass Finne demnächst mal treffen muss, ich glaube, dass Uja wieder treffen muss, ich glaube, dass die Kölner sich gerade auswärts extrem in dieses Derby reinhängen werden. Also es könnte, es ist für mich ein 45-55 Spiel für Gladbach, aber es könnte alles passieren und das ist das Spannende in diesen Derbys. Bayern-Hamburg 3-0, brauche ich nicht weiter zu sagen, ich habe beim anderen Spiel 96-0 getippt, also bei meinem anderen Tippspiel, wo mir das Ergebnis egal ist. Hier habe ich jetzt ein 3-0 getippt, kann auch 4-0 sein. Ich denke mal, dass Bayern zu Hause wieder den Spur finden muss und dass Hamburg jetzt mal, ähm, naja, sie hatten gegen Paderborn ein bisschen Glück mit dem Elfmeter, den sie nicht gegen sie bekommen haben und der Ecke. Sie hatten gegen Hannover Glück mit zwei Eigentoren und extrem vielen Chancen von Hannover. Und äh, ich glaube, die Glückssträhne endet jetzt mal und Bayern wird die zerrupfen. Natürlich, jetzt kann man wieder sagen, Max, du hättest nur ein HSV, aber oh geht mir nicht auf und sagt mir so einer Scheiße jetzt wieder. Egal, ähm, wer sagt, dass Hamburg besser ist als Bayern oder so, dass ich hier jetzt irgendwie unrealistisch tippe, der hat sowieso nicht Alarm. Ne? Gut. Äh, Freiburg, Freiburg, nein, Frankfurt gegen Schalke, genau. Ähm, ja, schwierige Geschichte. Schalke defensiv stark, offensiv Lassen teilweise ein bisschen nach, teilweise sehr glücklich gewonnen gegen Gladbach unter anderem. Da waren sie aber defensiv wirklich ein Bollwerk. Frankfurt steht für Spektakel, da fallen die meisten Tore der Liga, haben auch gegen Augsburg gut gespielt. Ich weiß nicht so wirklich, wie das ausgehen wird, weil da Frankfurt zu Hause spielt, räume ich den Chancen ein. Ich habe jetzt hier 2 zu 1 für Schalke. Ob Schalke zwei Tore schießt, ist dann aber die Frage, weil Hündelei ja noch, glaube ich, gesperrt ist. Ich weiß aber nicht mehr genau. Ich weiß ja nicht. Ich, ich habe jetzt 1-2 getippt, könnte auch unentschieden werden. Schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Hertha Freiburg, brauche die lange drum reden. Beide momentan schwach. Hertha im Aufwind wegen Dadei und wegen Mainz. 2-1 für Hertha, weil zu Hause spielen. Aber Freiburg, ich mag sie ja, ne, aber. Und Hannover gegen Paderborn 2-0. Es muss jetzt langsam endlich mal ein Ergebnis kommen. Ja, ich meine, wir haben jetzt so schön Fußball gespielt. Gegen Schalke waren wir. Hätten wir einen Punkt verdient gehabt, gegen Mainz hätten wir gewinnen können. Nach der ersten Halbzeit hätten wir zumindest 2-0 führen müssen. Danach war Mainz stärker in der Endphase, hätten wir nochmal ein Tor schießen können. Also zu Hause musste so ein Spiel eigentlich gewinnen und gegen Hamburg hätten wir auch gewinnen müssen oder einen Punkt mitnehmen müssen. Und jetzt muss einfach mal der Sieg kommen, vor allem gegen Paderborn, die momentan so schwach sind. Und das noch zu Hause. Und bei dem Material, das wir haben und so gut wie wir eigentlich spielen, hoffe ich, dass es was wird. Ich bin dabei, ich werde es mir ansehen und ich hoffe, dass ihr noch ein schönes Wochenende habt. Ich hoffe, das Video euch gefallen. Wenn ja, lasst wie gesagt einen Daumen nach oben da, würde ich mich selber freuen. Schaut bei Random vorbei, wenn er Coins braucht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Und ciao.